Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu unserem Vortrag, wie Enterprise Architecture und Data Management bei der Erste Asset Management zusammenarbeiten. Mein Name ist Andreas Pirkner, ich bin Enterprise Architect bei der Erste Asset Management. Und mein Name ist Susan Hofleitner, ich verantworte das Datenmanagement bei der Erste Asset Management. Und gemeinsam wollen wir Sie ein bisschen durch unsere Ideen durchführen, wie wir die Zusammenarbeit bei uns gestaltet haben. An die Architektenkollegen eine Frage bzw. eine kleine Geschichte. Etwas, das kennen die Architekten wahrscheinlich sehr gut. Plötzlich läutet das Telefon, ein Kollege ist dran, von dem man schon länger nichts mehr gehört hat. Der ist ganz aufgeregt. Du, morgen ist ja das IT-Steering. Ich brauche noch ganz schnell dein Okay drunter, dein Hackerl als Architekt, weißt eh, auf der Project Charter. Die meisten Architekten kennen das. Ich glaube, es ist vielen von uns schon so ergangen. Wie ist das denn bei euch, Susan, ganz im Datenmanagement? Ganz anders. Na, ganz genauso. Ja, im letzten Moment, bitte, kannst du schnell das Hackerl machen für das Data Management, nicht vorher eingebunden, sondern im letzten Augenblick. Ganz genauso. Und das war der Ausgangspunkt, wo wir beide gesagt haben, hey, uns geht's doch hier sehr ähnlich. Und warum ist das so? Warum sind wir hier so vergleichbar eigentlich von der Situation her? Nun, Datenmanagement und Enterprise Architecture sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir haben nämlich die Sicht von außen auf das Unternehmen. Im Gegensatz zu den Fachbereichen, die in ihren Silos drinnen stecken. Wir erleben auch immer stärker, dass die Grenzen zwischen IT und zwischen Business verschwimmen. Das Business drängt viel stärker in die IT hinein. Business-Mitarbeiter können schon programmieren. Die Studenten haben das teilweise schon als Pflichtfach. Das heißt, es entstehen Anwendungen in den Fachbereichen, in die die IT gar nicht mehr eingebunden ist. Gleichzeitig werden dann in diesen Anwendungen Daten verarbeitet. Und auch so haben wir hier wieder die Berührungspunkte. Wir sehen also, die Daten stehen im Mittelpunkt, vielleicht ganz besonders auch in unserem Unternehmen. Als Fondsmanagementgesellschaft und als Asset Manager sind wir sehr datengetrieben und vor allem nämlich Daten, die von außen kommen. Und deswegen stehen die so im Mittelpunkt und sind so wichtig. Und schlussendlich, das wissen auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Architektur, Data Architecture ist ja ein wichtiger Teil im Bereich der Enterprise Architecture. Und so ist Data Architecture das Bindeglied zwischen Datenmanagement und Enterprise Architecture. Susan, was verstehst du denn unter Data Management? Genau. Was verstehen wir unter Data Management? In erster Linie ganz wichtig, die Verantwortung für Daten übernehmen. Und das muss natürlich das Business. Die Daten gehören dem Business und sie müssen ihre eigenen Daten verantworten. Ganz wesentlich, sie müssen ihre Daten verstehen. Das ist nicht immer so. Alles, was nicht explizit irgendwo niedergeschrieben ist, vereinbart ist, gilt nicht oder findet nicht statt oder wird missverstanden, anders verstanden. Also ganz wichtig, bei uns heißt es BDM für Business Data Model, ein fachliches Datenmodell, das allen hilft, die Daten gleich zu verstehen, gleich zu interpretieren. Dann, nachdem alles kein Selbstzweck ist, Daten optimieren. Was wollen wir erreichen? Hohe Datenqualität, Daten, auf die wir uns verlassen können. Auch das ist ganz wichtig. Die Fachbereichsmitarbeiter müssen ihre Datenqualitätsansprüche definieren, müssen sagen, was sie benötigen. Was wollen wir damit tun? Sie wollen ihre Daten nutzen. Das ist bei uns hauptsächlich eine Reporting Library. Welche Reports nutzen welche Daten und wie? Das sind aber genauso auch Schnittstellen zum Beispiel. Wesentlich auch Daten strukturieren. Das sind vor allem Referenzdaten, das dann Auswertungen nach vorgefertigten Referenzdaten gegliedert werden können. Und ganz wichtig, Daten nachvollziehen, die Data Lineage. Woher kommen unsere Daten? Wohin gehen sie? Was machen wir dazwischen damit? Welche Transformationen, welche Kalkulationen, Aggregationen, all das, was am Weg so passiert. Und alles zusammen mündet dann in unserem gemeinsamen Teil. Ganz genau, nämlich in der Data Architecture. Und Sie haben jetzt schon gesehen,
das, was Datenmanagement macht und das, was Enterprise Architecture macht, das liegt gar nicht so weit auseinander. Es geht um Strukturieren, es geht um eine Gesamtsicht, in diesem Fall auf die Daten, und bei der Enterprise Architecture eine Gesamtsicht auf das Unternehmen, wo die Daten dann ein Teil davon sind. Diesen Überblick wollen wir als Architekten geben. Wir wollen die Zusammenhänge aufzeigen. Wir wollen ausgehend von der Strategie, von der Unternehmensstrategie und von den Zielen des Unternehmens diesen Überblick geben. Wir dokumentieren, ganz genau wie das das Datenmanagement bei den Daten macht, dokumentieren wir die Geschäftsarchitektur, wir dokumentieren die Anwendungen und die Technologien. Wir definieren, wo wir uns hin entwickeln wollen und stellen das als Zielarchitekturen dar und begleiten dann schlussendlich auch die Transformation vom Ist-Stand hin zu den Zielarchitekturen. Welche Stellung hat denn jetzt die Data Architecture im Bereich der Enterprise Architecture? Nun, wir haben die drei Architekturebenen: Business Architecture, die das Geschäft beschreibt, Geschäftsprozesse beschreibt, die Applikationsarchitektur, die die Anwendungen beschreibt, die im Rahmen von Geschäftsprozessen verwendet werden, und natürlich die Technologien, die wir einsetzen, um die Anwendungen zum Laufen zu bringen. Und der Querlieger, das verbindende Element zwischen diesen drei Architekturebenen, ist die Data Architecture. Und zu den drei Architekturebenen haben wir auf der Data Architecture bzw. Data Management Seite drei Artefakte, die wir hier zugeordnet haben. Nämlich auf der Business Architecture Seite beschreibt das Business Data Model die Geschäftsdaten, die durch das Unternehmen fließen, die im Rahmen von Geschäftsprozessen verarbeitet werden. In den Applikationen werden Daten verarbeitet, und das stellen wir im Bereich Data Management durch das logische Datenmodell dar. Und schlussendlich müssen diese Daten ja verarbeitet werden, abgelegt werden, wieder ausgespielt und ausgeliefert werden. Und wie das passiert und wo das passiert, das beschreiben wir im physischen Datenmodell. Und so haben wir Modelle, die sehr stark in Richtung Businessorientierung gehen, aber auch Modelle, die mehr die technische Seite, die IT-Seite beschreiben. Susan, dann führ uns doch mal ein bisschen in die fachliche Datenarchitektur. Ich nehme an, das ist jetzt ein Schicksal, das ich mit euch allen Architekten teile, dass die meisten Business Leute wenig mit dem Begriff Architektur anfangen können und sich ganz schwer tun, wozu tun wir das und was mache ich da? Wir haben das für uns auf der fachlichen Datenarchitekturseite stark vereinfacht, eigentlich mit zwei Fragen. Ist das Requirement, was ihr benötigt, ist das etwas, was nur eine einzelne Geschäftsfunktion benötigt, oder ist es etwas, was das gesamte Unternehmen benötigt? Und die zweite Frage, ist das Teil eines operativen Prozesses oder Teil eines dispositiven Steuerungs-, Auswertungsprozesses? Und anhand dieser Achsen können wir sehr leicht festlegen, wo die Daten sein sollten, wo sie hingehören oder von wo sie zu nehmen sind. Und damit ist das Thema fachliche Datenarchitektur meistens in wenigen Minuten auch mit den Businessleuten verhandelbar. So einfach geht's. Du hast uns theoretisch. Du hast uns auch ein konkretes Beispiel mitgebracht, dass wir Architekten ein bisschen besser verstehen, wie ihr das denn konkret macht. Genau. Willkommen in der Welt des Data Managements. Das ist jetzt ein Beispiel. Ein Fachbereich hat eine neue Reporting-Anforderung. Was man hier sieht, das wären wirklich so die einzelnen Felder eines Reports. Könnte genauso gut eine Schnittstelle sein zu einem anderen System. Oft vorgegeben in unserer Branche regulatorisch von außen genau, was dort sein soll. Als erstes mappen wir das auf unser fachliches Datenmodell. Dann wissen wir genau, welche fachlichen Elemente werden für diesen Report, diese Schnittstelle benötigt. Manchmal fehlt etwas, manchmal ist etwas neu, das noch gar nicht in unserem fachlichen Datenmodell drinnen ist. Dann wird das gemeinsam mit den Data Stewards erarbeitet, definiert, wirklich beschrieben, abgesprochen, harmonisiert heißt das bei uns, und dann zugeordnet zu dem Report. Die Sicht, die wir dann haben,
ist auf der linken Seite wirklich ein fachliches Geschäftsobjekt, wie es sich darstellt innerhalb des fachlichen DAT-Modells. Mit all den Beziehungen, die es hat, ich glaube, den Architekten brauche ich ein DAT-Modell nicht erklären, wie es in Beziehung steht zum Rest der Welt. Auf der rechten Seite haben wir für das gleiche Geschäftsobjekt die Data Lineage. Was ist technisch in dem Fall dahinter? Aus welchen technischen Tabellen, aus welchen Datenbanken kommen die Daten, die wir in diesem fachlichen Objekt darstellen? Ganz wichtig, Data Management funktioniert nur mit Data Governance, was heißt Verantwortung, Rollen, Prozesse. Jedes einzelne Datum, jedes Stück muss einen Verantwortlichen haben. Das sind die sogenannten Data Stewards in den meisten Fällen. Das können Business Analysten aus der IT sein, die mitarbeiten, also in verschiedenen Rollen, die da zusammenarbeiten. Das sind vor allem im Bereich der Reports, sind das Report Owner. Das sind definierte Rollen, die wir wirklich in einer Policy definiert haben, die zu bestellen sind, die ganz klare Aufgaben haben, die sie im Data Management wahrnehmen müssen. Vorteil: Es ist auch dokumentiert, wer für alles zuständig ist. Man weiß, mit wem man reden muss, wenn man etwas braucht oder etwas anders gerne hätte. Ganz wichtig, alle hoffen, dass immer ein Wunder passiert und alles mit 100% Datenqualität automatisch daherkommt. Passiert nicht von selber. Fachbereiche müssen ihre Qualitätsansprüche klar definieren, nämlich fachlich definieren, anhand oder entlang des fachlichen Modells, wie ist die Datenqualität benötigt an dieser Stelle. Es muss gar nicht immer 100% sein, bei manchen Sachen sind 80% auch gut, bei anderen 99,9% nicht ausreichend. Das muss definiert werden für jeden einzelnen Check und dann müssen die natürlich gemessen werden und dokumentiert. In dem Fall, das wäre jetzt ein Beispiel, wo ich Messungen für denselben Check auf zwei verschiedenen Systemen, Datenbanken habe und kann dann anhand dieser Messung entscheiden, woher nehme ich die Daten, wo habe ich sie in besserer Qualität zur Verfügung oder wo muss ich etwas verbessern, wo ist vielleicht etwas fehlerhaft und vielleicht nicht vollständig, nicht korrekt, nicht aktuell, eben die verschiedenen Kriterien, die es im Datenqualitätsmanagement gibt und kann davon Verbesserungsmaßnahmen ableiten. Aber jedenfalls weiß ich dann am Ende, ob meine Daten gut genug sind. Ganz wichtig, und da kommen wir, glaube ich, zusammen, ist die Zuordnung der Daten zu Geschäftsprozessen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil. Am Ende reicht es mir nicht zu wissen, welche Daten in welcher Datenbank sind und auch nicht nur, wer sie verantwortet, sondern in welchen Prozessen werden sie verwendet. Bei dir ist dann noch die Überleitung zu den Applikationen. In welchen Applikationen werden sie verwendet? Ich habe wiederum die Schnittstellen dafür. Alles zusammen ergibt dann ein gutes Bild, wo wir wissen, was wird wie, von wem, warum, wann verwendet. Ich hoffe, ich habe jetzt kein W vergessen. Das ist dann das Ziel der ganzen Reise. Ich habe eine durchgehende Data Lineage, wo so ganz klein unten in dem Bild drinnen ist, wäre ein Report, nämlich der, den ich ganz am Anfang hergezeigt habe, wie sich der speist aus dem fachlichen Modell mit den Mappings dahinter aus der Technik und wie ist die Datenqualität. Da gibt es Checks am Weg, wie ist die Datenqualität, sind die Daten fit, um verwendet zu werden, sind sie gut genug, um sie jetzt schon für einen Report zu verwenden, um ihn zu erstellen. So, das war die kurze Reise durchs Data Management, was unsere Aufgaben sind. Susan, man hat, glaube ich, sehr schön gesehen, wir liegen wirklich nicht weit auseinander. Es ist dieses Überblick geben, es ist dieses Planen, auch nach voraus, nach vorne denken. Und es ist auch dieses Struktur geben und für die einheitliche Sprache sorgen. Das machen die Datenmanager, das machen wir als Enterprise-Architekten. Weil wir das erkannt haben, haben wir gesagt, es macht Sinn, ein abgestimmtes Vorgehensmodell zu haben. Zum Beispiel haben wir die jeweiligen Governances, die Data Governance und die Architektur Governance abgestimmt. Das macht Sinn, dass wir hier auf die Berührungspunkte Rücksicht nehmen. Wir haben geschaut, dass Prozesse effizient sind, weil Hand aufs Herz, wir kennen es, ganz so gern und ganz so freiwillig kommt man nicht immer zum Datenmanagement und zu den Architekten. Und das wollen wir unseren Kolleginnen und Kollegen so einfach wie möglich machen.
Es gibt einen Abstimmpunkt, den machen wir gemeinsam. Das heißt, ein Business-Analyst, ein Fachbereich kommt einmal zu uns beiden und wir schauen uns wirklich aus einer ganzheitlichen Sicht die Datenthematik an, aber auch das Gesamtbild, was die Enterprise Architecture betrifft. Und schlussendlich haben wir uns zusätzlich zu den Modellen, die wir schon vorhin gezeigt haben, überlegt, wie denn der Ablauf eigentlich sein soll. Das heißt, die fachlichen Anforderungen werden im fachlichen Datenmodell einmal strukturiert. Dann kommt die Geschäftsarchitektur ins Spiel. Wir ordnen die Daten den Prozessen zu, Prozessschritten zu, Geschäftsfunktionen und wir schauen uns an, welche Capabilities sind denn hier betroffen. Welche Capabilities müssen verbessert werden oder gibt es vielleicht sogar Capabilities, die neu geschaffen werden müssen. Dann kommt die funktionale Festlegung. Die Daten werden in Anwendungen verarbeitet, müssen von einer Anwendung an die andere Anwendung über Schnittstellen weitergegeben werden. Datenflüsse sind hier die zentrale Fragestellung. Und natürlich dann die technische Architektur. Wie bilde ich das denn in meiner Technologielandschaft ab, damit am Ende die fachliche Anforderung auch wirklich im Fachbereich ankommt? Denn am Ende, und das haben wir beide, glaube ich, ganz gut verstanden, ja. Daten sind der Lebenssaft des Unternehmens. Die Daten fließen wie das Blut durchs ganze Unternehmen. Und ich füge jetzt hier noch ein bisschen dazu, und die Architektur, das ist ein bisschen wie die Organe, beziehungsweise wir schauen, dass diese Organe gescheit und richtig funktionieren und auch wissen, was sie zu tun haben. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Susan, vielen Dank, dass du mitgekommen bist, um ein bisschen zu zeigen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir sicherstellen, dass wir die Anforderungen, die aus den Fachbereichen kommen, wirklich zielgerichtet gemeinsam umsetzen können. Ich danke mich ebenfalls. War schön, mal in der Runde der Architekten und nicht nur unter Datenmanagern zu sein. Und hoffe, wir haben ein bisschen was beigetragen für das gemeinsame Verständnis. Dankeschön.